Hallo Leute, heute ist der 9.9.2020. Morgen habe ich meine Zahn-OP. Heute war Sonja da. Sie hat mich geschminkt, aber nur Make-up und Wimpern und so. Keinen Lidschatten. Obwohl der jetzt auch ein bisschen von dem Mascara drauf ist. Ich muss mich nachher noch abschminken. Ich hatte auch Lipgloss drauf, das sieht man noch ganz leicht. Wir waren heute im Kaffeehaus, auf einen Latte Macchiato und einen, es wird was anderes getrunken und es war ganz nett und schön und lustig. Sie war heute auch wieder sehr müde, weil sie schlecht geschlafen hatte. Und ich war auch müde, weil ich um 8 aufgestanden bin, wegen Kerstin. Und deswegen habe ich sie um 17:30 Uhr nach Hause geschickt, weil wir uns nichts mehr zu sagen hatten. Und ich hoffe, dass sie das nächste Mal besser ausgeschlafen ist und dass sie länger bleibt. Ich möchte ja schon länger, dass sie bis 18:30 Uhr bleibt. Aber in der letzten Zeit haben wir das nie geschafft, weil uns dann die Ideen ausgehen, über was wir uns unterhalten sollen oder so. Wir haben noch zusammen Abend gegessen und dann ist sie gefahren. Sonst geht's mir relativ gut heute. Ich habe nur so einen ekligen Husten. Das habt ihr sicher gestern schon gehört. Ich dürfte ein bisschen eine Bronchitis haben vom Rauchen und schränke jetzt das Rauchen stark ein. Und mal gucken, ob es dann besser wird. Und nehme Schleimlöser. Ja, mir geht's ganz okay, bis gut. Heute war ich bei Kerstin. Das war auch ganz erfolgreich. Außer dass ich die ganze Zeit gehustet habe, haben wir uns eigentlich über die Zahn-OP und so unterhalten. Und über mein Stressmanagement. Und es tut immer gut, mit dir zu reden. Aber irgendwie ist eine Stunde fast zu kurz. Und bei Christoph ist mir eine Dreiviertelstunde fast zu lang. Obwohl es 15 Minuten weniger sind. Sonst gibt's nicht viel Neues. Wie gesagt, morgen habe ich meine Zahn-OP. Und ich hoffe, dass alles gut geht. Und dass ich nicht zu starke Schmerzen habe nachher. Und dass ich gut aus der Narkose komme, dass mir nicht alles schlecht ist. Und ja, dass alles klappt. Morgen muss ich um 7 aufstehen, weil ich um 8, ab 8, nichts mehr essen und trinken darf. 6 Stunden vor der Operation. Und muss um 7 aufstehen, damit ich frühstücken und spritzen kann und noch ein, zwei rauchen und
Ja, wird man sehen, wie es mir damit geht. Ich bin immer recht am Verdursten, wenn ich so lange nichts trinken darf. Und das ist halt schwierig. Aber ich werde es überstehen. Sonst fällt mir nichts Neues mehr ein. Es war ein ganz schöner Tag heute, schön warm und angenehm. Und mit Sonne auch recht schön. Und mir geht's ganz gut und alles positiv. Deswegen glaube ich auch, dass morgen die Operation ganz gut wird. Und es kann sein, dass morgen kein Video folgt, weil ich zu müde bin von der Narkose. Aber ja, dann kommt die Tage drauf wieder eins oder so. Aber seid schon mal vorgewarnt. Na gut, ich wünsche euch jetzt einen schönen Abend. Ciao, macht's gut. Eure Ines. Bis zum nächsten Mal.